Hallo und herzlich willkommen bei einem kleinen Nether Extra Video von mir heute. Und was will ich euch zeigen? Nicht MTO, also diesen Museum Outpost. Oh, da liegt eine Taschenlampe. Habe ich ihn doch gerade geschenkt im Baiku. Ich will euch die Rezepte zeigen von allen Waffen, die es eigentlich so gibt. Mal gucken, ob ich das so hinbekomme. Also, wenn ich eine vergesse, schreibt mir das in die Kommentare und sagt mir das. Und ja, im Chat ist noch was los. Ich habe schon ein Video gemacht, 30 Minuten. Und ja, ihr seht, ist leerer Server. Und LGG ist auch drauf. Aber das ist ein Zufall. Die haben, lass mich in Ruhe. Egal. Nee, ich zeige euch jetzt die Rezepte im Video. Genau, habe ich ihn gerade geschrieben. Und ja, da fange ich doch direkt mit der MAG an. Und dafür habe ich jetzt gerade einen Teil von ihm bekommen, weil ich das nicht mehr hatte. Einmal Automechanism, das 5,56mm Barrel, ein Rifle Frame und ein 2-mal Scope. Ich werde es noch nicht sofort bauen, ich will es nur zeigen, dass man das damit auch bekommt. Da seht ihr das. Da sind die Teile und ich könnte jetzt theoretisch gesehen eine MAG craften, habe ich hier noch nie gemacht. Ups. Gucken wir mal auf den Chat. Der braucht ihn wieder, wir hatten nur einen, gleich. Und ja, super. Jetzt zeige ich euch die anderen Rezepte noch. Die ergeben sich mir mal ein bisschen. Oh, jetzt laufe ich von alleine wieder. Muss ich den Knopf finden. Springen war es jetzt. Welche Teile wir jetzt noch benötigen könnten, um an eine andere Waffe zu basteln. Wie gesagt, ich habe ja so einen Trick rausgefunden, linke Maus zu halten, damit rechts dann einen Klick machen. Dann hat mir der in dem letzten Video einer erklärt. Dann gebe ich mir jetzt mal einfach einen 6, ein Silencer. Ich tue mir einfach alle Waffenteile rein. Dann seht ihr am Ende, hier ist das 4-mal Scope. Tatsächlich habe ich sogar noch einmal das Barrel für die 45er. Dann einen Waffenhandgriff. Also erstmal einen Schrotflintenhandgriff. Einer sollte wohl langen. Er wirft Granaten. Er hat so viele Granaten, der weiß gar nicht wohin damit. Pistolenhandgriff, ich tue mir jetzt alle Teile reinlegen und dann seht ihr gleich, was ich alles damit craften kann. 5,56 habe ich schon drinne. Habe ich was vergessen? Ich habe nichts. Doch hier, ein Röhrchen davon. Eine Dose habe ich jetzt nicht für die Dosenwaffe, aber das ist, glaube ich, die habe ich ja schon mal im Video gecraftet, also seht ihr das auch hier. Und man muss einmal das Rezept gehabt haben, die Teile. Ihr seht, die Pistole fehlt mir jetzt. Da fehlt mir halt der Lauf. Ich könnte jetzt eine Auto. Ein Autos Schrotflinte herstellen. Die ist ziemlich gut. Jetzt ein MAG. Für die Mach 9 fehlt mir jetzt wieder wie für die Pistole, der 9mm Lauf. Dann könnte ich jetzt die Silent Sniper herstellen, also die, da seht ihr den Silent dabei. Und tatsächlich sogar die Crew. Da seht ihr einmal Rifle Frame. 7,62mm Lauf und natürlich dieses etwas stärkere Zoomen, dieses Vierfach-Scope. Eine normale Schrotflinte ist natürlich auch drin und hier haben wir immer noch die Lopez, die sollte eigentlich gepatcht sein, dass die jetzt zu craften ist, ist aber nicht. Die Uzi kann ich nicht, weil mir wieder 9mm fehlt und die Dose geht gerade auch nicht, weil die Dose nicht da ist. Sonst habe ich ja eigentlich alles, aber die ist nicht so gut, kann ich nicht so wirklich empfehlen. Okay. Ihr habt jetzt gesehen, was man alles so craften kann. Ich gebe den lieben Vaiko wieder seinen Automechanismus wieder. Ich suche mir nämlich dann selber einen, dann kann ich mir nämlich auch was bauen. Okay, ich lasse ihn noch zeigen, er hat die Taschenlampe an. Oh, er muss mich auch angucken. Er craftet ja gerade. Damit habe ich euch mal die Rezepte gezeigt. Schreibt mir in die Kommentare, ob ich was vergessen habe. Mir fällt eigentlich nichts gerade ein. Ja, man wird einfach immer besser mit der Zeit und das läuft. Vaiko, guck. Der ist fleißig am Craften. Gut, ich werde Vaiko aber seinen Teil wiedergeben. Ich hasse den, ich klaue ihm das. Komm, Vaiko, guck mich an. Leuchte mich an. Wir sind nicht im TS zusammen, deswegen. Level 20 bin ich, zu der Information. Ich habe nur zwei Granaten. Interessant. So, Vaiko guckt. Vaiko. Dann werde ich Ihnen das wiedergeben können. Vaiko! So ein TS ist schon was Vorteilhaftes, aber das wird er sehen. Ich will ihn ja sein Teil wiedergeben. Drop. Ja, er sieht's. Wenn man sich genau wo er hinguckt. Okay, ich sag Dankeschön fürs Zuschauen. Schaltet wieder bei meiner nächsten Nether-Folge mit rein. Bis dann!